Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Ein Großfeuer hat am Donnerstag in Bremerhaven die Kindertagesstätte Michaelis vernichtet. Gegen 9:30 Uhr brach das Feuer offenbar in einem hölzernen Geräteraum aus und griff schnell auf das übrige Gebäude über. Den Erzieherinnen gelang es rechtzeitig, 10 Kinder ins Freie zu bringen. Niemand wurde verletzt, sagte an der Einsatzstelle der Sprecher der Ortspolizeibehörde, Uwe Miklowald. Obwohl die Berufsfeuerwehr mit einem Großaufgebot zur Stelle war, schlugen auch 3 Stunden nach Brandausbruch hohe Flammen in den Himmel. Eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht, um das Feuer auch von oben bekämpfen zu können. Der dichte Rauch, der durch die Straßen des Goethe-Quartiers und von hier aus weiter in östliche Richtung bis zur Stresemannstraße zog, veranlasste die Einsatzleitung, die Anwohner über den Rundfunk aufzufordern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kindertagesstätte mit insgesamt 40 Plätzen für 3- bis 6-Jährige war erst kürzlich mit großem Aufwand renoviert worden.